Liebe Schildmeide Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Food Truck Simulator mit eurem Sensei Vikingson. Ich bin gerade auf dem Weg zum Strand. Gestern haben wir ja gelernt in der Folge von Mr. Hurricane, wie man Sushi Rolls herstellt oder Maki Rolls, wie sie ja richtig heißen. Die sollen wir heute anwenden. Dann werden wir das mal gucken. Hier am Strand sollen wir sein. Sieht ein bisschen aus wie Las Vegas so langsam, ne? Las Vegas, ich meine natürlich Dingens. Bummens, naja, wer sagt's mir ganz schnell? Los Angeles, meine ich natürlich. Ne? Oder bei GTA 5 kennt man das ja auch irgendwie so ein bisschen. Egal. Wir sind hier, um Street Food zu verkaufen. Und zwar richtig Gutes. Und das machen wir heute. Mal gucken, ob wir den Namen behalten, Sensei Vikingson. Aber ich denke, wir werden heute alles bekommen. Und ich glaube, das wird richtig heftig für uns. So, da kommen wir rein, geschickt, Bad. Boah, hier wird schon gedanzt, ja? Yeah. Sehr gut. So. Ist schon jemand da? Moin, moin, hallo, grüßt euch. Ohohoho. Yeah, guck mal, wie sie tanzen hier. Hallo, Pippi. Dich kenne ich doch noch vom Gasstation Simulator. Oh mein Gott. Ey, kommt da auch der Partybus? Nee. Neues Messer. Du hast neue Werkzeuge erhalten. Okay. Es erlaubt mir, zwei Zutaten zu schneiden. Jawohl. Ich mach Licht an. Hallo, Pippi, was kriegst du denn? Du weißt schon, dass wir auch Sushi... Alter, hallo? Wir haben auch Sushi und so, ne? Und du bestellst Pizza. Ich raste schön aus. So, machen wir erstmal die Pizza hier. Knuspriger Teig, ne? La Buma, la Bama, la Bema. Die Pizza, die Pizza, die Pizza. Oh, mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann, ey. Das Döschen. Du sollst die Soße da drin lassen. So, Carbonara. Und eine Coca-Cola. So, Mozzarella, haben wir hier irgendwas vorbereitet? Tomaten brauche ich, ne? Eine Tomate. Zack. Mozzarella. Por favor. Champignon brauche ich auch, ne? Yeah. Und Zwiebel. Guck mal, wie geil. Hashashu. Hashashu. Shashashu. Shashashashashu. So, einmal hier hin und einmal dahin. Kein Verschnitt. Alter, das Messer ist ja mega. Wow. Wie es cuttet. Miau. Ich freue mich. Wir haben ein super Messer. Das Messer des Glücks. Tomatenscheibe habe ich schon drauf. Chili habe ich noch nicht. Einmal Chili bitte. Da kommen auf zwei will ich schon. Danke. Wie sie sich freut. Lachst du mich aus? Was für? Ich bin hübsch. Was? Ich bin süß? Ja, ich bin ein Koch, ey. Hallo. Bist du da noch verarscht hier im Verkaufswagen? Das ist eine Frechheit. So, habe ich mich auch noch verschnitten hier. Woran liegt's? Hallo? Oh, Marine. So, knusprig gebraten. Soll er sein? So, der Pizza kommt gleich. Den anderen Auftrag mache ich gleich, Pippi. Knusprig gebraten. Es dauert. Warte mal, den kann ich ja schon mal rausziehen hier. So, dann haben wir schon mal den Reis gekocht, wisst ihr? Dann haben wir schon mal vorbereitet. Wie soll dann sein, gekocht, okay? Warte mal. So.
Knusprig gebraten, knusprig gebraten. So, Mäusle, deine Vegane. Deine Vegane, bitteschön, lass dir schmecken. Yeah. Ich merke schon, wenn ich so alleine bin für mich, ne? Und keiner redet mir rein, so am Telefon. Bitteschön. Entschuldigung. Was ist? Ah, sie vertraut uns noch nicht so ganz. Guck mal, sie nimmt hier nur so ein bisschen. Thunfisch hatte ich hier irgendwo. Yeah, Mensch. Oh, Zwiebeln hatten wir auch noch. Onko? Hatte ich Onko? Das hatte ich weggeschmissen, ne? Scheiße. Onki Nonki. Sehr gut. So, das war's, ne? Awesome. Oh, jetzt läuft, es läuft. Mit Ruhe und Geschwindigkeit. Ach, shit. 3, 4, 3, 3. Aha, zu schnell. Aber ist okay. Bisschen lacht. Voll frech. Seid ihr da? Ja. Okay. Wer lacht denn hier so? So, bitteschön. Ist ja frech. Was kriegst du denn? Surimi Futobaki. Na klar doch. Surimi Koyoko und weichgekochter. Bitteschön. Awesome. Awesome. Ganz fotz trocken. Awesome. So. Basis. Hey, gewürzter Nori ist auch geil, ne? Da kann ich nochmal Surimi schneiden. Da kann ich doch schon mal Surimi schneiden. Ah, Sensei Viking Zone am Strand. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. So, einmal weich. Dann zweimal Surimi. Dann brauchen wir das Kopkyo. Oder Ching Chang Choco. Wie heißt es jetzt? Kanpui. Kanpuyo. Ah, konnichiwa. Okay, das funktioniert, das habe ich raus. Hier muss ich erstmal vorher gucken. 2, 2, 2, 2, 3, 1. Was denn? Boah, ich dachte jetzt schon, ey. Das war das Spiel so überrascht, dass ich es hingekriegt habe, dass es überhaupt nicht mehr weitergemacht hat. Hier. Wow. Wir werden immer besser. So. Noch irgendwas? Nö. So, Minjung. Bitteschön. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir dran. Pepperoni Pizza. Eine Pepperoni Pizza will er. Da haben wir ja alles da. Haben wir Mozzarella. Ja. Immer. Schon immer gewesen. Der Lifesaver. So, du, pass auf, ich hack schnell erstmal hier rein. Neue Bestellung. Naja. Alles gut, alles easy. Legen Sie es mal drauf. Legen Sie es auch mal hier drauf. Legen Sie es doch drauf. Boah. Die ist voll. Geht das dahin. So, ich kann da zweimal schneiden. Ich bin auch bekloppt. Okay, das haben wir immer noch nicht. So, Pizza. Pizza Pepperoni. Auch geil. Warum auch irgendwas anderes essen, wenn man eine Pizza Pepperoni essen kann, ne? Nächstes Mozzarella drauf. Sonst würde ich mir Gedanken machen. So, you're a lifesaver. So was. Mozzarella. Und eine kleine Chilischote. Boah. Wer es mag. Und gebacken. Also ganz einfach. So. Pungi Pizza. Machen wir doch. Hörst jetzt auf zu lachen, du nervst mich. So, haben wir noch Zeit? Ja, ja. Du sollst es stehen lassen.
Pizza Fungi, Pizza Fungi, Pizza Fungi, Pizza Fungi. So, woher das Ding hier? So. So, Nummer 4. Das lobe ich mir. Pepperoni Pizza, bitteschön. Schlecht? Wie schlecht? Wieso schlecht? Warum denn schlecht? Hallo? That's it? Hey, du hast es so bestellt, du Blödmann, du blödes Gelbe. Schlecht. Gebackener Pizzateig. Ich habe das so gemacht, wie du es gewollt hast. Hättest du gesagt, du willst so eine Salami oder was anderes drauf haben, hätte ich dir das gemacht. Prosciutto, was? So, wieso esst ihr jetzt alle Pizza? Habt ihr jetzt alle eine Macke oder was? Schlecht. Das war voll gut. Gebackener Pizzateig. Gebackener Pizzateig. Wenn der jetzt auch wieder schlecht sagt, ist der Ofen kaputt. So, hier, Pizza Fungi. Nichts passiert. Bitteschön. Siehst du gut? Der weiß, was Qualität ist. So. Schinken, Zwiebel, Mozzarella. Aber alles da. You're a lifesaver. Sag ich doch. Sag das mal dem anderen ein. Der ist doch nicht ganz sicher. You're a lifesaver. Ey, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Wir müssen auf jeden Fall hier Lagerkapazität schaffen. Schinken, ne? Doch den Schinken, ja. Fantastic day. It almost felt as if Dad was with me the whole time. Mir gibt die Nase. Sind wir fertig? Die sieht aber auch scheiße aus, die Pizza. Ey, das würde ich mir wirklich wünschen, ne? Dass du die Pizza auch wirklich schön belegst. Wenn du es auch nur eine Sache drauf machst, okay. Aber dann, dass es halt auch schön liegt, weißt du? Dass es auch wirklich geschnippelt aussieht oder so. Das kann man ja bestimmt machen, weil da so eine Schreibe oder Dings drauf oder so, das ist ja irgendwie alles. Wow! Nochmal zwei Pizzen. Ja, zwei Pizzen müssen wir noch machen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Hier, deine Prosciutto. So, Prosciutto und Diavolo. Das habe ich noch. Nice. Ja. Yeah. So, einmal. Und zweimal. Wir machen die erst fertig. Boah, hier sieht's aus. Der Posten sieht aus, ne? Wie eine Hure. Unfassbar. Das sagt man so im Küchenjargon. Also hier jetzt nicht, ne? Nicht rumjammern. Aber bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Tag. Es läuft eigentlich ganz gut, bis auf den Pizza. Na la da, dass die Pizza schlecht wäre. Also, das hat er sich gewünscht, ne? Nicht ich. So, Mozzarella zweimal. Weißt du, und das ist das, was ich mir wünschen würde. Wenn es so drauf ist, dass es so ein bisschen gerieselt ist. Weißt du, es ist ein bisschen auch schön. Aber vielleicht, ich hoffe, das kommt halt noch, ne? Dass sie das noch updaten. So, pass mal auf. Das ist schon mal die erste. Die Prosciutto. Die können wir schon mal reintun. Da brauchen wir Salami. Boah, ich habe jetzt Salami gesucht. So, der Schinken müsste jetzt leer sein, ne? So, Salami. So. Ach, come on. Was war die gebacken, ne? Da kommen wir genau richtig. So, einmal die gebackene. Und dann brauchen wir jetzt noch einmal Chili. Habe ich keinen Chili mehr? Oh, was ist da los? Was ist da los? Da war ich aber nur eine jetzt. Das ist nämlich der letzte Auftrag. Da reicht doch, wenn wir eine machen. Ja. Das würde ich mir halt echt wünschen, dass die Pizzas ein bisschen ansehnlicher machen. Aber hey, okay, wir können nicht alles haben. Das bringe ich schon mal weg. So, habe ich hier Freiraum? Dann mache ich hier auf jeden Fall das rein, ne?
So. Salami. Wie sie sich freut, ne? Da kriegst du auch noch Mais, ne? Hier kann ich die noch reinmachen? Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie noch reinkriege. Das ist echt schade. Das muss ich alles wegschmeißen, ne? Das ist voll cool, ne? Ich weiß, dass die Pizza da gerade verbrennt. Aber wir wollen sie auf den Punkt machen, ne? So, Mignon, hier. Die Diavolo. Dankeschön. Sehr gerne. So, wir räumen auf. Good job. Good job. Der Propangan ist langsam auch leer. Dann können wir den gleich schon wechseln, oder? Ja, wo ist denn der? Sprit ist alles. Seefeierabend, Leute. Zack. So. Einmal reinigen, bitte. Ja, aber der Tag war eigentlich ganz okay. Man muss wirklich sagen, wir sind gut bei rangekommen. Das hat alles super funktioniert. Bis auf die eine Beschwerde da. Mein Gott, da können wir mal drüber hinweg gucken. Aber ansonsten war es eigentlich sehr entspannt. War ein schöner, ruhiger Tag. War eigentlich ganz gut. Wir haben gut Geld gemacht. Wir haben fast 1000 Dollar. Hey, das musst du auch erstmal machen, ne? So, hier ist alles zu. Dann können wir abhauen, würde ich sagen. Dankeschön, macht's gut, das war super. So, zurück zur Stadt. So, und ich hoffe, wir kommen jetzt in die Garage, dass wir jetzt mal gucken können, dass wir unsere Lagerkapazitäten und so weiter und so fort. Was jetzt? Clara, that was great. Now I am on my way to becoming a sushi master. So the old hurricane is another student. Great for you. It was a great time. And it's always because of your advice. Glad to be of help, kid. Now I've got one more piece of news to share with you. Nothing cryptic this time. Well, bitte. Out with it. What is it? Our city will host the annual food truck championships this year. And I think it's a great opportunity for you to become a West Side Port Kitchen icon. For real? I'm not sure I can compare to what Dad did there each year. Instead of doubting yourself, why not just go to the West Side Port Mariners Arena? You know, you're right. So many things happen. I should at least give it a go. Surely you will be convinced by the fact that this year I will be the host of the whole event. Oh, Clara! What an ennoblement. Thanks, kid. So, are you ready for some more info? Sure. So first of all, you need to gather some money for the entry fee. Luckily, okay. They'll use that money to provide you on-site ingredients. Sure. When you're ready, meet me at my store. See you then. See you soon, kid. Wow, freier Roam-Modus. Ey, wie gut ist das denn? Von nun an kannst du die Stadt frei erkunden und wählen, wo du kochen möchtest. Mega gut. Mega, mega gut. Eine Uhr scheint in der linkeren oberen Ecke. Okay. Des Bildschirms, die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du schlafen gehst. Öffnungszeiten von Verkehrsstellen und Läden werden ebenfalls auf der Karte hinzugefügt. Sehr gut. Ab sofort ist jedes Produkt mit einem frische Indikator ausgestattet und du kannst und kann verwöhnt werden. Okay. Produkte werden in einem geringen frische Indikator für ihre Bestellung beeinflusst. Denken Sie daran, wenn Sie Herausforderungen machen. Okay. Kontrolliere deine Ressourcen und plane die nächsten Schritte sorgfältig, um deine Marke weiter voranzuentwickeln. Verdiene Geld und Prestigepunkte, um deinen Foodtruck, die Garage und Ausrüstung weiter zu verbessern. Wenn du bereit bist, nehme teil am Foodtruck-Wettbewerb, um die Hauptgeschichte zu beenden. Okay. Erreiche die 4 Ebenen Prestige. Alter, wir sind schon bei 3. Sammel 2000. Okay. So, pass auf. Das ist unser Wettbewerb. Den lassen wir erstmal ruhig, ja? Wir werden jetzt erstmal schön smooth verkaufen. Das heißt, unsere Verkaufsstellen werden jetzt, was ist das hier unten? Verkaufszone. Da haben wir die Schiffswerft, okay. Die hat jetzt abends geöffnet. Oben links haben wir die Uhr, es ist 5 Uhr. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Ne, und gucken mal, dass wir vielleicht so ein bisschen Lack oder so mitnehmen. Hier war doch irgendwo was, glaube ich. Okay.
Okay, und dann werden wir erstmal ein bisschen Geld machen. Ein bisschen verkaufen. War das hier? Nee, ne? Es war noch ein zweiter. Da ist auch was da vorne. Da geht es um die Reifen. Wir holen uns jetzt erstmal so ein bisschen. Ach, guck mal, wie schnell, dann ist die Hauptgeschichte auch schon durch. Ja, aber da haben wir ja Zeiteinteilung. Wisst ihr? Okay, wir haben den roten Lack. Das ist hier. Ich hoffe halt wirklich, ich meine, es ist ein Early Access Game, ne, dass da noch was passiert. Aber wir haben ja Zeit. Also, wir müssen ja jetzt hier nicht durchrushen. Da möchte ich auf jeden Fall schon mal dranbleiben. Da haben wir nochmal Reifen, da haben wir nochmal Lack. Pass mal auf, ich hole mir das jetzt erstmal hier. Okay, wir haben ein neues Autoteil. So. Ich hoffe halt jetzt auch, dass wir dann manuell speichern können, ne? Ich glaube, das war hier drin, oder? Yeah, Mann. Weiß. Weiß finde ich halt geil, ne? Oha. Wo ist hier noch was? Ach, guck mal, hier ist Pippi daheim. Jetzt müssen wir erstmal tanken gehen. Oh! Entschuldigung. Ich habe sie ja gar nicht gesehen. Jetzt bleiben sie doch mal stehen. Dankeschön. So, jetzt gehen wir erstmal tanken. So. Sei nicht so voreilig. So. Refueling time. Wir gehen jetzt erstmal tanken. Jetzt machen wir das Ding erstmal voll. Und dann hoffe ich, dass wir Regalplatz bekommen. Dass wir uns da nochmal... Oh, voll ist aber ganz schön teuer, oder? Das sieht in echt jetzt gerade, ne? Ich überlege jetzt schon, soll ich weitermachen oder aufhören? Oh, du gehst hin und sagst, komm, 50 mehr nicht und dann bist du bei 70 hier. Guck hin hier. Alter. Ja, aber er ist voll. Er ist voll, ist okay. So, die erreiche die vierte Ebene der Prestige-Stufe. Jetzt mal ohne Scheiß, da sind wir ja echt bald. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause, ne? Und dann gucken wir mal. Was für so Rest der Folge. Ja, Pippi, ey, ich hab grün, ne? Halt die Klappe, du bist einfach zu langsam. Und dann gucken wir einfach mal, was wir so... Haben wir jetzt echt ein Pferd? Was wir noch so mit dem Auto jetzt hier anstellen können. Dass wir wenigstens ein bisschen Lagerkapazität haben. Weißt du, wo ich das geschnitten reinstapeln kann? Das ist ja so scheiße. Wenn wir das immer wegwerfen müssen. So. Jetzt ist irgendwie die Uhrzeit gerade weg. So, ich bleib mal kurz hier stehen, weil ich will mal kurz gucken, ob sich jetzt die Verkaufsstände geändert haben. Jawohl, guck mal, hier tagsüber können wir hier hin. Sehr gut, haben wir hier eine Verkaufsstelle, Business. Hier waren wir noch gar nicht, da können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal hin. Im City Park, da haben wir noch nie verkauft, bin ich gut. So, jetzt fahren wir erstmal hier rein. So, guck mal. Um dein Spiel im Free-Room-Modus zu speichern, musst du zu Bett gehen. Schlafen beschleunigt die Zeit. Je nachdem, wenn sie sich besetzt haben, vergeht die Zeit auf eine bestimmte 6 oder 18 Uhr. Okay. Denken Sie daran, wenn Sie Ihr Spiel speichern möchten. Ach, der je. Okay. Okay, gut. Das ist ja nicht schlimm. Das ist okay. Das kriegt man hin. Das heißt, wir haben es jetzt 10 Uhr. Wenn ich jetzt pennen gehen würde, wäre es 18 Uhr, wenn wir auf wären. Ist aber noch nicht so, weil wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen was im Anpassung. Schau mal. Die Farbe. Aber eine Farbe kriegt die man im Prestige erstmal brauchen. Ist ja auch super.
Okay, Jammer. Was? Okay. Wir haben doch Spiegel bekommen. 50. Komm, die machen wir aber noch dran hier. Die will ich haben. Die sehen gut aus. Zur Aktualisierung. Mir ging es um ein Lager. Tischunterseite. Anzahl von Behältern 3. Siehst du, und so haben wir 2. Das kaufen wir auf jeden Fall. Das sind 50. Das ist super. So, der Burgergrill ist uninteressant. Regal. Auch im Regal würde ich sagen, müssen wir mehr Plätze haben. Auch gut. Kühlschrank. Kühlschrank hat bisher eigentlich noch funktioniert, ne? Da ist auch unser Prestige zu wenig. Und im Gefrierschrank sollten wir auch auf jeden Fall nochmal ein paar Plätze reinmachen. Dann haben wir das auch. Radio ist uninteressant. Fritteuse passt. Burger, Ofen. Was ist das hier? Anzahl der Steckplätze 2. Machen wir. Dann können wir 2 Pizzen bauen. So, Reiskocher ist ganz wichtig, dass wir da auf jeden Fall reinhauen. Da müssen wir rein. Burgergrill ist okay. Wir haben eigentlich soweit alles geschafft. Und bestückt, was geht. Das ist super. Das ist okay. Das ist sehr gut. So. Unseren Laden. Hier in unser Inventar. Das ist unser Inventar. Wir haben davon 3. Wir müssen gucken. Champignons haben wir genug. Kann man das auch zusammenstecken? Kann man nicht, ne? Schade, okay. Okay, okay, okay. Pizzateig. Reicht uns eigentlich erst nochmal. Nuri-Blätter reichen uns auch. Reis wird uns auch, ja, 3 Sushi-Rollen. So viel haben wir letztens auch gar nicht verkauft. Das reicht uns, ne? Wir müssen jetzt mal gucken, was haben wir denn hier? Hier haben wir Schinken. Da ist nur eine Scheibe Schinken, okay. Da haben wir hier noch einen ganzen Schinken, das passt auch. Also einkaufen sehe ich jetzt gerade so, dass wir das nicht müssen. Eventuell kann Pio, aber ich glaube, das wird nichts Großartiges. Hey, wir sind eigentlich super gut aufgestellt. Wir müssen da gar nichts kaufen. Mir fällt auch gerade nicht ein, ob ich irgendwas jetzt nicht habe. 5 Pizzen werden wir nicht verkaufen. Zwiebeln haben wir auch da. Wir haben noch was geschnitten da. Wir sind eigentlich super gut aufgestellt auf der Karte. Ich würde sagen, wir gehen morgen in der Folge auf jeden Fall hier hin. Können wir uns hier eine Legende machen? Schade. Können wir nicht. Wir gehen auf jeden Fall im Stadtpark. Morgen in der Folge. Auf Verkaufsbasis. Auf Verkaufstour. Ich werde jetzt pennen. Ich werde jetzt gucken, wie es ist. Wenn nicht, lasse ich die Zeit voranschreiten. Wir können natürlich auch gucken, dass wir vielleicht hier nochmal... Guck mal. Clara, haben die Aufgaben dann für uns? Ach, guck mal. Teste deine Fähigkeiten, verdiene extra Geld. Ey, das können wir auch machen. Pass auf. Sollte ich jetzt schlafen und es wird 18 Uhr? Oder sogar noch später? Dann gehen wir entweder hier beim Joe was machen. Ne? Oder wir gehen dann, genau, wir gehen entweder bei der Clara was machen oder wir gehen dann abends beim Joe was machen, um uns auf den Tag vorzubereiten. Dass wir keinen Leerlauf drin haben. So machen wir das. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt ins Bett. Speichern. Wir haben alles gemacht, was wir wollten. War ein guter Tag für uns. Also, da bin ich sehr begeistert. Die Tür mache ich schon mal zu. Ihr Lieben, das war mega. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik Vikingsson. Macht's gut. Ciao.